Behind His Mask. Eine Stecksfett-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 31. Point of View. Stegi. Schön, dass du dich mal wieder meldest. Mein Vater lächelte mich an. Er wirkte wirklich erfreut. Ich lächelte etwas nervös zurück. Unsicher, ob ich besser in die Kamera oder auf den Bildschirm schauen sollte. Endlich war ich mal wieder dazu gekommen, mich um meinem Dad zu melden. Ich wusste, wie weh es ihm tat, wenn ich jenes nicht tat. Natürlich könnte ich jetzt sagen, es wäre mir egal. Immerhin hatte er mich in diese Hölle geschickt. Andererseits hatte er nur das Beste für mich gewollt. Er hatte mir nur helfen wollen. Niemals hatte ich ihm erzählt, wie es mir hier ging, was mir diese Schule antat, aber das lag nicht daran, dass ich ihm nicht vertraute. Im Gegenteil. Ich wusste, dass er mich sofort von dem Internat nehmen würde, nach einem anderen suchen würde, alles tun würde, um mich glücklich zu machen. Er würde sich Sorgen machen, nicht schlafen können und das wegen mir. Schon jetzt zeichneten sich dunkle Ringe unter seinen Augen ab, wenn er mich ansah, und tiefe Falten zogen sich an seiner Stirn entlang. »Wie geht es dir?«, fragte er leise und blickte direkt in die Kamera. Seine sonst so strahlenblauen Augen waren matt und erloschen. »Mir geht es sehr gut. Ich bin nur ein wenig müde«, schrieb ich zurück und lächelte bestätigend in die Kamera. Als er die Worte las, meinte ich, einen erleichterten Schauer über Dads Gesicht huschen zu sehen. »Und wie geht es dir?« Er hob den Kopf. Sein Lächeln sah gezwungen aus, als er »gut« sagte. »Möchtest du in den Weihnachtsferien mal wieder nach Hause kommen? Ich würde mich echt freuen, wenn wir uns mal wieder sehen könnten.« Unsicher sah Dad zu mir. »Klar, gerne«, schrieb ich schnell. Lächelte leicht. Mein Vater wirkte irgendwie erleichtert, als er fragte, wie mein Treffen mit Paula verlaufen war. Toll, wir hatten echt viel Spaß. Wir waren schwimmen, im Kino und so. Das Tollste aber war der Freizeitpark. Dad nickte leicht. Seine Augen blickten nicht in die Kamera, als er den nächsten Sätze sagte. Weißt du noch, als wir mit Mom und Mia im Freizeitpark waren? Anfangs hattest du total Panik, obwohl du doch so viel älter warst als Mia. Und sie hat dich an der Hand genommen. Mia, deine kleine Schwester, hat deine Hand genommen und gesagt, Dino, komm. Was soll denn da passieren? Dad hob den Blick, sah nun direkt in die Kamera. Ich konnte die glitzernden Tränen in seinen Augen sehen. Sie hat dich zu der Schlange gezogen und du bist mitgegangen. Bei ihr bist du mitgegangen. Auf sie hast du gehört. Egal wie oft Mom und ich vorher versucht hatten, dich zu überzeugen, dir zu sagen, dass es harmlos sei. Du hast nicht auf uns gehört. Du hattest panische Angst. Aber sobald deine kleine Schwester, die noch in ihrem Leben Achterbahn gefahren war, sagte, du sollst mitkommen, hast du es getan. Du hättest alles für sie getan. Er lachte traurig auf. Alles. Einen Moment lang herrschte Stille. Ich blickte zu meinem Vater, welcher versuchte, seine Tränen zurückzuhalten. Seine Augen waren rot und geschwollen, er sah noch viel fertiger aus, als ich nie erlebt hatte. Als ihr aus der Achterbahn zurückkamt, sahst du aus, als hättest du noch nie in deinem Leben etwas Besseres gemacht. Und du bist mit mir überall rein. Überall wolltest du mal alles ausprobieren. Mia fand das toll. Ich habe sie generell selten so glücklich gesehen wie in deiner Anwesenheit. Sie hat dich vergöttert. Ich lachte leise auf. Es war ein verzweifeltes Lachen. Ich vermisse sie so sehr.
Ich auch, Stegi. Ich auch. Manchmal wache ich nachts auf, beginne zu erzählen, was ich morgen vorhabe. So wie ich das früher immer getan habe. Wenn deine Mutter neben mir lag, denn sie ist irgendwie immer aufgewacht, sobald ich wach wurde. Dann drehe ich mich um, will ihren Kommentar zu dem Ganzen hören. Nur, um festzustellen, dass sie nicht da ist. Er schluckte. Es tut weh. Es tut weh, jedes Mal aufs Neue festzustellen, dass sie nicht da ist, wo ich sie vermute zu wissen, dass sie nie wieder da sein wird. Und manchmal wache ich irgendwie schon um 6 Uhr morgens auf, beginne Frühstücks für uns 4 vorzubereiten, gehe in Mias Zimmer, um sie zu wecken. Nur um festzustellen, dass da niemand ist. Ihr Zimmer sieht genauso aus wie damals. Erinnerst du dich noch? Die weißen Wände, das kleine Hochbett mit den Vorhängen, wo ihr immer die Höhlen gebaut habt. Der Schreibtisch, der, im Gegensatz zu deinem, immer perfekt aufgeräumt war. Die vielen Zeichnungen an ihren Wänden, die alle du für sie gezeichnet hattest. Alles sieht noch so aus wie damals. Der tobt den Blick und sah nun direkt in die Kamera. Ich vermisse sie auch, Stegi. Leise seufzt er. Aber es ist vorbei. So hart es auch klingt, sie werden nicht zurückkommen. Weder Mom noch mir. Ich weiß. Das Wichtigste ist, dass du neu beginnst. Mom und mir waren wundervoll. Zwei der wundervollsten Menschen, die ich kenne, aber sie sind Vergangenheit. Sie würden wollen, dass wir sie hinter uns lassen. Sie würden wollen, dass wir glücklich werden. Ohne sie. Das heißt nicht, dass du sie vergessen sollst, aber du solltest auch nicht dauernd an sie denken, verstehst du? Egal, was passiert ist oder passieren wird. Wir schaffen das. Wir werden glücklich. Mein Vater lächelte sanft. Okay? Fragte er leise. Man konnte hören, dass ihn dieses Thema schmerzte. Ich nickte nur stumm, bemüht, die Tränen zurückzuhalten, die sich bei dem Gespräch mit ihm gebildet hatten. In diesem Moment hörte ich Schritte auf dem Gang vor Tims in meinem Zimmer. Du, Dad, ich muss leider schon wieder auflegen. Ich melde mich in den nächsten Tagen aber nochmal bei dir. Versprochen, tippte ich schnell. Die Augen meines Vaters huschten über das Geschriebene, ehe er leicht nickte. Na klar, dann hab noch viel Spaß, Stegi. Er lächelte leicht. Hab dich lieb. Ich schluckte, sah in die Kamera. Vielleicht sollte ich etwas sagen. Ich wusste, dass es ihm wehtat, dass ich es nie tat. Ich schloss die Augen. Nichts. Schwärze. Keine weinenden Menschen. Kein hämisch grinsender Mörder. Kein Richter, der sagte, der Mörder sei nur krank. Keine leblosen Körper. Und vielleicht, ganz vielleicht, war das erste Mal, der erste Tag, an dem meine innere Mauer bröckelte. Denn in dem Moment, in welchem das leise Tuten erklang, welches zeigte, dass der andere aufgelegt hatte, flüsterte ich: Ich hab dich auch lieb, Dad. Ob er es noch gehört hatte, wusste ich nicht. Ich hoffte es. Denn die Angst, mit ihm zu reden, war verwaschen worden. Ich hab dich auch lieb, flüsterte ich erneut. Obwohl schon längst wieder die normalen Skype-Chats angesagt wurden. Ein Lächeln breitete sich auf meinen Lippen aus. Ein echtes Lächeln. Denn wenn ich in dem letzten halben Jahr eine richtige Entscheidung getroffen hatte, dann diese.
Ich fuhr den Laptop in dem Moment herunter, wo die Zimmertür aufgerissen wurde. Mit schnellen Schritten kam Tim hereingestürmt, knallte die Tür wieder hinter sich zu, ließ sich aus seinem Bett fallen. Verwirrt sah ich zu ihm rüber. Tim hatte die Hände zu Fäusten geballt. Seine Hose war an der einen Stelle leicht eingerissen. Was wohl passiert war? Was starrst du so, Schwuchtel? Fuhr mich in diesem Moment an, woraufhin ich schnell den Kopf abwandte. Aber jetzt hatte ich Tims Aufmerksamkeit geweckt. Was heulst du denn so dumm? Unsicher warf ich ihm einen kurzen Blick zu, stich mir dann leicht über die Wange. Tatsächlich. Sie waren nass. Wann hatte ich zu weinen begonnen? Musste wohl bei Dads Erzählung gewesen sein. Ich zuckte mit den Schultern, drehte mich wieder von Tim weg. Schnell klappte ich den Laptop zu, holte das Aufladekabel und schaffte beides in eine der Schreibtischschubladen. Warte mal kurz. Tims Stimme ließ mich augenblicklich innehalten. Was ist das? Verwirrt blickte ich zu Tim, hob eine Augenbraue, wie um zu zeigen, dass ich nicht wusste, was er meinte. Mit zwei schnellen Schritten war er bei mir und hob den Laptop wieder aus der Schublade. Erst war ich verwirrt, aber als ich sah, was darunter zum Vorschein kam, erstarrte ich. Es handelte sich um ein Bild. Besser gesagt, eine Zeichnung. Eine Zeichnung, die ich angefertigt hatte. Eine Zeichnung, welche Tim zeigte. Erinnerungen bleiben für immer. Sie zeigen dir nicht, wie es gerade ist, sondern wie es nie wieder wird. Kapitel 32. Fassungslos starrte dieser jetzt auf das Porträt seiner selbst. Was? Was ist das? Fragte er stockend, drehte sich zu mir, erwartete aber anscheinend keine Antwort. Immerhin war klar, was das vor ihm war. Langsam hob er das Bild aus der Schublade heraus, nur um darunter ein weiteres von ihm zu entdecken. Überrascht sah er mich an, zog das nächste raus, entdeckte erneut ein neues. So ging das Ganze weiter, bis er sicherlich ein Dutzend Papiere in den Händen hielt. Erneut drehte er sich zu mir, öffnete den Mund. Nur schien er nicht zu wissen, was er sagen wollte. So schloss er ihn wieder und ließ sich ohne zu fragen auf mein Bett fallen. Langsam begann er die Zeichnung durchzubessern. Ich wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Würde er wütend sein? Sicherlich. Würde er mich schlagen? Vielleicht. Doch ich hatte keine Angst vor seinen Schlägen, die eventuell eintreffen würden. Ich hatte vielmehr Angst davor, was er dazu sagen würde, weswegen ich ihn zeichnete. Ihn, ein Mobber, Peiniger. Den Jungen, den ich hassen müsste. Wie geht das? Fragte Tim plötzlich und riss mich aus meinen Gedanken hoch. Er hielt ein Bild in die Höhe. Du hast mich noch nie in deinem Leben vor Freude fast weinen sehen. Und trotzdem kannst du das so genau malen. Wie geht das? Überrascht von seiner harmlosen Frage, konnte ich ihn kurz nur anstarren, ehe ich langsam den Kopf schüttelte und dann mit den Schultern zuckte. Entgegen meiner Erwartung ging der Braunhaarige nicht weiter darauf ein, sondern wandte sich der nächsten Zeichnung zu. Als er alle erneut durchgeguckt hatte, seufzte er leise. Langsam begann er alle Zeichnungen auf einen ordentlichen Stapel zu sortieren. Dann sah er auf. Wieso? Fragte er im Flüsterton. Wieso zeichnest du mich? Und
Damit stellte er die Frage, vor der ich Angst hatte. Die Frage, die ich nicht beantworten konnte. Verdammt, ich wusste doch selber nicht, wieso ich ihn zeichnete. Ich hasste ihn doch. Oder etwa nicht. Ich versuchte es mit einem vorsichtigen Schulterzucken zu signalisieren, dass ich selber nicht wusste, wieso ich das zeichnete. Doch von einem Moment auf den anderen schien Tims Laune umzuschlagen und er blickte mich böse an. Du kannst reden. Gefährlich ruhig war seine Stimme und doch bekräftigte sie seine Worte. Denn ja, er hatte recht. Natürlich konnte ich reden. Nur ich schaffte es, nur mich selbst zum Reden zu überwinden, wenn ich mit Menschen reden konnte, denen ich vertraute. Menschen, die für mich da waren. Menschen, bei denen es sich einfach richtig anfühlte. Doch bei Tim? Das Vertrauen sank von Tag zu Tag. Er hatte es sich in einer Woche erarbeiten können. Er hatte so überzeugend gespielt, dass ich auf seine Masche reingefallen war. Doch nun war es, als wäre all das niemals passiert. Bei einem erneuten wütenden Blick seinerseits senkte ich meine Augen. Erneut war es, als würde mir ein Kloß im Hals stecken. Jedes Wort tat weh. Einerseits hatte ich zu lange nicht mehr gesprochen. Andererseits wollte ich nicht mit ihm reden. Ich brach ab, sah verzweifelt zu Tim, zuckte wieder mit den Schultern. Selbst wenn ich reden könnte, wüsste ich nicht, was ich sagen sollen würde. Ich wusste doch auch nicht, weswegen ich ihn zeichnete. Denk nicht, ich glaub, du könntest nicht reden. Tim warf mir einen wütenden Blick zu. Ich habe dich häufig genug reden gehört. Ich presste die Lippen aufeinander, sah ihn mit einer gewissen Verzweiflung in den Augen an. Tut mir leid. Das war alles, was ich letztendlich herausbrachte. Erstaunt trat in Tims Blick. Er hob eine Augenbraue. Wie? Fragte er perplex. Es tut mir leid, wiederholte ich mit kratziger Stimme. Aber wieso? Der plötzlich fast schon warme Ton seiner Stimme überraschte mich. Wieso zeichnest du mich denn? Du hasst mich doch. Kurt sah mich an, als erwartete er Bestätigung, doch ich erwiderte nichts. Ich hasste ihn nicht. Meine Gefühle waren verwirrend. Ich wusste nicht, was ich empfand. Ich mochte ihn nicht. Ich vertraute ihm nicht. Und nicht mehr. Ich sah keinen Freund in ihm. Sowas definitiv nicht. Eine gewisse Abneigung war da. Angst, Wut, aber doch war es kein Hass, den ich spürte. Das tust du doch, fragte Tim nun, als er keine Reaktion meinerseits erhielt. Seine Stimme wurde leiser. Du hasst mich doch. Ich senkte den Blick, sah auf meine Füße. Langsam schüttelte ich den Kopf. Kurz hörte ich Tim noch Luft schnappen. Aber wie kannst du mich nicht? Die Frage blieb unbeantwortet in der Luft stehen. Ich wusste die Antwort doch auch nicht. Ich schlage dich, ich mobbe dich, ich bin so zu dir, wie ich nun mal bin. Und du hasst mich nicht? Eine Weile herrschte Stille. Ich wagte es nicht, etwas auf seine Aussage zu sagen. War es doch wahr. Dann erhob er wieder die Stimme. Du weißt aber, dass ich dich hasse. Irgendwie klang er traurig. Aber vermutlich bildete ich mir das nur ein. Vielleicht, weil ich es mir irgendwie wünschte.
Und obwohl ich es doch wissen müsste, jagten diese Worte mir einen Schmerz im Herz, den ich selten gespürt hatte. Es war, als würde mir jemand ganz plötzlich ein Messer in die Brust gerammt. Ja, ich wusste, dass er mich nicht leiden konnte. Wieso sonst sollte er so zu mir sein? Und doch tat es mehr weh, als es sollte. Irgendwie klingelte bei seinen Worten etwas. Eine Erinnerung. Worte, die er gesagt hatte. Ich mag dich echt, Kleiner. Egal, was passieren wird. Ich mag dich und du bist toll. Vergiss das nicht, egal was ich hier sagen sollte. Hatte er das damals ernst gemeint? Egal, was ich hier sagen sollte. Wieso sagte er sowas? Wollte er mir Hoffnung machen, nur um sie mit annehmen zu können? Oder hatte er es sogar ernst gemeint? Unfähig, etwas zu erwidern, schüttelte ich den Kopf. Du hast doch gelogen, oder? Flüsterte Tim auf einmal. Seine Stimme klang erschrocken. Du hast nur gesagt, du würdest mich nicht hassen, weil du Angst hast, oder? Ich schluckte. Mann, Junge, gib es doch wenigstens zu. Die Verzweiflung in Tims Stimme, was auch immer sie da zu suchen hatte, war unüberhörbar. Nein, erwiderte ich so leise, dass ich ihr selber kaum gehört hätte. Meine Kehle begann zu brennen. Nein, wiederholte ich lauter. Ich hasse dich nicht, Tim. Ich hob den Blick, sah ihm direkt in die Augen. Ich verstehe nicht, warum das für dich so ein Drama ist. Du magst es doch, beliebt zu sein. Also, wenn selbst die, die du am meisten hasst, nicht das Gleiche empfinden, ist das nicht gut? Und es ist mir egal, ob du mich hasst, okay? Diese Lüge auszusprechen tat weh. Hauptsache, du kommst nicht wieder an und möchtest mein bester Freund sein. Hast du je darüber nachgedacht, wie es einen Menschen mit deinen Worten verletzen kann? Hast du je darüber nachgedacht, wie das ist, jemanden zu finden, über den man denkt, er wäre vielleicht doch nicht so ein Monster, wie man all die Zeit dachte? Und dann zu erfahren, dass man nur verarscht wurde. Weißt du, wie weh das tut, verdammt? Meine Stimme war immer lauter geworden, doch bei den nächsten Worten war sie wieder im Flüsterton. Sie klang erstickt. Weißt du, wie es ist, jemandem den ersten Kuss zu geben? Jemandem voll und ganz zu vertrauen? Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen. Dennoch sah ich auf und sah dem Braunhaarigen in die Augen. Es ist wundervoll. Ich atmete tief durch, bevor ich leise fortfuhr. Aber dann zu erfahren, dass alles eine dumme Lüge war. Die Freundlichkeit, die Liebe, die Zuneigung, die ganze Person gespielt war. Es zerstört einen, verdammt. Es macht dich kaputt, dass es sich anfühlt, als hätte man endgültig die letzte Hoffnung verloren. Ich merkte, wie Tims Hände sich zu Fäusten ballten, sein Körper sich ansparte. Und doch redete ich weiter. Vermutlich hatte ich seit 3 Jahren nicht so viel geredet, aber es tat gut. Tat unglaublich gut, endlich mal alles loszuwerden. Hast du je darüber nachgedacht, was du aus den Menschen machst, denen du sagst, sie seien fett oder hässlich oder sollen sich umbringen? Hat sich je jemand wegen dir umgebracht, Tim? Ich vermute nicht, denn sonst würdest du begreifen, was du tust, aber sei glücklich, dass es noch nicht so weit gekommen ist. Ich hoffe, dass es so bleibt. Einen Augenblick sah mich der Ältere direkt an. Ich meinte sogar Tränen in seinen Augen glitzern zu sehen, aber vermutlich waren es die meinen, die meinen Blick trübten. Dann wandte der Größere sich ruckartig ab, verließ fluchtartig das Zimmer.
In dem Moment, in dem die Tür hinter ihm zuknallte, war es, als wäre alle Luft, alle Kraft aus mir herausgelassen worden. Ich ließ mich langsam aufs Bett sinken. Tim würde jetzt auch noch viel wütender sein. Er würde mir das Leben noch mehr zur Hölle machen. Er würde mich seinen Hass spüren lassen. Was hatte ich getan? So, wenn Schlegi manchmal ein bisschen sehr zu weinerlich klang, Entschuldigung, aber ich habe diesen Jungen dann einfach gefühlt und musste meine Wut über Tim damit hineinbringen. Okay, jetzt im Ernst. Okay, dann. Gott, was war das? Schaut bei Grizzlegäste vorbei, schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. PS. Ich liebe solche Szenen, wenn die Leute fast heulen. Ich liebe es. Also, ist nicht so im echten Leben, sondern halt so, wenn man das so vorlesen, Schauspielern kann. Keine Ahnung. Ich mag das.